Und zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So Leute, wir haben den Typi gekillt. Es hat lange gedauert, ich habe, weiß ich nicht, 200 Pfeile verballert. Boah. Heftiges Ding. Es ging eigentlich ganz, ganz simpel, Leute. Ihr müsst eigentlich nur hier rein. Dann schauen, dass er sich mit dem Arsch zu euch dreht und sofort diesen blöden Schwanz hinten wegschießen. Wenn ihr den weggeschossen habt, ist es easy going. Dann könnt ihr den ganz gemütlich von hier drin killen. Der Schwanz ist das, ist der Schlüssel praktisch. Und seine Laserstrahlen, ja. Okay, die treffen einen ab und zu, aber es geht. Man kann nicht recht gut ausweichen, sage ich mal. So, wir holen uns jetzt alles, was der hier fallen gelassen hat. Nein, nein! Was ist denn das jetzt da für ein Ding? Das wollten wir jetzt noch nicht machen. Aber wir müssen da hinten. Ja, was ist denn das für ein Überbrückending da? Machen sie erstmal voll. Alter, der war wirklich heftig. So, halt, Donnerkiefer. Oh, was hat denn ja alles Schönes? Hier hat einen Haufen Zeug. 140 Metallscherben. Mehr kann ich nicht tragen. Bitte? Warum kannst du nicht mehr tragen? Okay, das ist der Scheibenwerfer. Nimm uns bitte alles mit. Oh, hier hat er auch noch eine Waffe. Was ist denn das hier? Scheibenwerfer. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ja, denke ich auch. Alter, der hat jetzt in sich gehabt. Der war nicht einfach. So, was ist denn das hier? Metallscherben, oder? Ja. Man kann das überbrücken. Ich glaube, dass sie eigentlich noch zu schwach waren für diesen Gegner. Wir sind zwar schon Stufe 20. Was ist denn das Überbrücken? Das machen wir jetzt mal. Was hier passiert jetzt? Was habe ich das überbrückt? Und jetzt? Nichts passiert. Aber ich kann keine Modifikation mehr nehmen. Oh, warte mal, da haue ich eine weg. Inventar. Modifikationen, dann haben wir doch mal das hier weg. Ja, die wollte ich schon mitnehmen, die ist episch. Schön. Oh, jetzt hat er das woanders hingelegt. Warte mal. Müssen wir nochmal machen. Hier weg und wir legen Schockschutter wieder weg. Okay, genau, dann haben wir die auch. So, wir müssten eigentlich alles haben soweit. Und ich würde sagen, wir betätigen den Schalde. Überbrücken.
Städte zählt er. 10.000 EP, geil. Fertigkeitspunkte 1. Donnerkiefer, Steinbrecher, Sturmvogel. Cool. Donnerkiefer war klar, weil gegen den haben wir gekämpft. Boah, ich hab wieder die Dinger da. So, jetzt müssen wir mal was schauen. Und zwar Brutstätten. Zeta, okay. Drei Fertigkeitspunkte. Schlag von unten. Starker Schlag. Niederschlag, was ist das? Okay. Ruft eine neu überbrückte Reitmaschine, wenn keine andere verfügbar ist. Was? Kann ich die denn immer rufen, oder wie? Okay, das machen wir auf jeden Fall. Wäre richtig nice. Aha, schauen wir mal. Reitmaschine kann Ort nicht betreten. Okay. Ich glaube, wir porten aber jetzt mal weg. Wo konnte ich denn das sehen, Leute? Was für Brutstätten ich jetzt schon habe? Da gab es doch die Symbole. Jetzt schauen wir mal hier. Sammelobjekte. Datenbanken. Fortschritt, Statistiken. Bei den Quests ist es aber auch nicht drin. Karte. Also eine blöde Fischgräte für den Trankbeutel, okay. Okay, dann haben wir diese Brutstätte. Bis hier bitte noch. Hier bitte eine. Da steht aber nicht die Stufe dabei. Aber ich glaube, die kann fast nicht so hoch sein. Meridian Tor. Wir müssen nach Meridian, gell? Aufträge, was sind das hier alles? Jagdglück. Wir machen jetzt erstmal die Aufträge hier durch, würde ich sagen. Gibt zwar nicht viel EP, aber dann haben wir die auch abgeschlossen. So, wo geht's? Schauen wir, wo wir wieder hin müssen. Boah, leck ist das weit. Boah, leck ist das weit. Aber wir haben ja hier ein Lagerfeuer. Ah, hier ist eine Brutstätte. Ah, Sigma, abgeschlossen. Okay, das war die Sigma-Brutstätte. Okay, ich würde sagen, wir porten dann dort mal hin. Okay, das mit dem Fallen ist wirklich geil, dass man da die Teile runterschießen kann.
Habe ich das erste Mal eigentlich richtig probiert jetzt bei dem Gegner, muss ich sagen. Richtig nice auf jeden Fall. Erleichtert den Kampf ungemein. Wäre natürlich geil, wenn es irgendwie noch stärkere Pfeile gibt. Keine Ahnung, die noch mehr auf einmal runterschießen. Aber der ist schon krass gewesen. So, jetzt schauen wir doch mal, ob wir jetzt das Reittier herbeirufen können. Hammergeil. Hammergeil. Das heißt, wir müssen kein Reittier mehr überbrücken. Wir können es sofort herbeirufen. Sehr, sehr geil. So, dann würde ich doch mal sagen, ab zu der Quelle. Ja, der hätte ja auch hier hinreisen können. Okay, ist wurscht. Boah, was ist denn das da für ein Ding? Wenn ich die Brutstätte finde, in der sie hergestellt wurde, kann ich herausfinden, wie man sie verfügt. Ja. Aber jetzt nicht. Jetzt machen wir erstmal die Nebenquest und dann würde ich sagen, könnten wir ja dann in der nächsten Folge vielleicht schauen. Sollen wir die vielleicht in der nächsten Folge finden? Lang jetzt. Finde Time Swing. Okay, das ist praktisch das Gebiet hier. Dann gehen wir mal hier runterkommen. Komm mal her, mein Kleiner. Alles klar. So, hier hinten könnte der Ring sein. Untersuche das Gebiet. Die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war Time. Und ein Wildschwein. Dann schauen wir doch mal, ob wir das finden. Die dürften jetzt nicht so. Ah, das geht. Das geht auf jeden Fall. Okay, alles klar. Lurbehälter. Wenn ich sie nicht erschrecke, kann ich sie überbrücken. Brauchen wir nicht. Okay, der ist abgehauen. So, wo ist. Geht's denn jetzt hier weiter? Wohl. Untersuche die Wildschweinkadaver. War es ein Futter? Wo ist das? Ah, da ist er. Okay. Etwas steckt ihm im Hals. Mal sehen. Okay, den Ring haben wir. Das ist Time. Kehre zu Time zurück. Machen wir das doch gleich mal. Das ist ein Nist auf dem Vieh. Ah, das ist unseres. Okay. Ich muss auf jeden Fall. Ich bräuchte eigentlich noch so eine blöde Fischgräte, gell? Wo kriegt man die blöde Fischgräte her? Da ist ein Fisch. Fettes Fleisch, okay. Müssen wir direkt mal schauen, ob wir hier nicht noch so blöde Fische kriegen.
Ja, was ist denn das? Zeigt mir irgendwie immer eine andere Richtung an. Die suchen mich. Ja, die können sie lang suchen. Ich jetzt hier nicht rüber oder was? Das ist doch scheiße, Egger. Dann müssen wir hier hoch. Weiter ist es nicht mehr. Kümmert euch wieder um euren Kram. Boah. Merkt schon, dass jetzt langsam das vom Level einfach besser geht. So, ist hier ein Fisch drinne. Ich brauche Fische. Fische brauche ich, Leute. Ich glaube, wir speichern jetzt erstmal. Genau, das müsste Time sein. Hoffentlich war die Jagd gut. Oh. Ich habe die Eber heute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. So, Auftrag abgeschlossen. Jagdglück. Dann schauen wir doch mal, was wir in... Schatzkiste. Oh, Schatzkiste haben wir auch schon so viel. Na, wir können jetzt die ganzen Modifikationen nicht nehmen. Wieder voll sind. Müssten wir vielleicht mal ein paar Modifikationen verkaufen, wenn es geht. Spezialobjekte, was ist denn das hier überhaupt alles? So. Mutterkrone brauchen wir jetzt aber nicht. Schauen wir mal auf die Nebenquests. Verhängnisvolles Erbe. Gehen wir noch da mal hin. Das wird die Spuren.
Okay, hier wäre ein Lagerfeuer. Und porten wir doch da mal hin. Blöder Ladebalken hier. Gut, damit würde ich aber sagen, machen wir es an der Stelle einen Cut und schauen uns das dann in der nächsten Folge an, wie es denn hier weitergeht. Wie gesagt, sind jetzt Nebenquests, ich will ihn ein bisschen fertig machen, dass wir dann später mit der Hauptquest weitermachen können. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder auch ein Abo freuen. Genau, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, bleibt dran. Bis dann, euer Andi.